Erwähnte ich, dass ich Hunger habe? Ich glaube, in meinem vorherigen Video habe ich es getan, habe dann was gegessen. Bin dummerweise seitdem immer noch hungrig. Ja, ich habe jetzt eigentlich gedacht, Mensch, wir können mal gucken, bla 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 bla. Nein. Oh, schön. Nicht. Ja, was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Achso, hab ja gedacht, vielleicht machen wir jetzt nochmal gucken. Machen wir jetzt nochmal gucken, genau. Gucken wir jetzt nochmal rein, ob es irgendwas noch zu erledigen gibt, was man hierzulande erledigen kann, ohne die Kakeenbucht aufzusuchen. Benutze Pfeilsturm, um 10 Monster zu besiegen. Ja, das ist echt eine Herausforderung, Forderung für Meister. Diese blöde Leiste vollzukriegen, ist nämlich echt saublöd. Ah ja. Unterirdischer See. Ja. Ja. Hügel Emporias. Was? Uralte Ruinen. Da war ich. Ich war da. Okay. Alles klar. Holen wir uns mal Mottenkugeln. Dann. Also ich guck nochmal nach, aber ich meine noch gesehen zu haben. Dass wir noch dem nächsten Rang noch 350 fehlen, dann machen wir die doch jetzt mal eben. Ja? Jetzt hier nochmal reingucken. Was geben die denn so? Da habe ich nicht drauf geachtet. Ja. Ja, dann machen wir uns mal schnell auf den Wege zum unterirdischen Sö. Dann, schauen wir weiter. Fragen wir Omi noch, was er hat. Jetzt kommt er wieder angekrochen, ihr Lumpen. Tseh. Seitdem ich jetzt vorhin gefilmt habe, in der halben Stunde, sind sie beide um ne, 2 Pünktchen nach oben gegangen. Vorher die anderthalb Stunden nicht. Ja, ich plane Vögel zu jagen, sieht man doch. Das von deinem Ehemann gelernt, wie man als Schreiner Bögen herstellt. Aha, ein besserer Bogen. Werf den Burschen zu Boden. Oh, 106 auf 107 ist schon mal nett. So, wir wollten uns aber aufmachen zum unterirdischen See. Nächster Halt, Wiener Wald. Und zwar, weil wir einfach Imber sind. Ist ja unfassbar. Oh, das ging schnell. Naja, egal. Ich lasse es jetzt auch sein. An dieser Stelle gibt es auf jeden Fall gelegentlich den Zierkarpfen zu angeln, falls ihr euch das schon immer gefragt habt. Ich habe ihn nachts erwischt. Nicht, dass es jetzt ein Indiz sein muss, aber ne, man weiß es nicht. Also für die Angler unter euch. Ich möchte bitte für 300 Gulden. Dafür könntest du eigentlich eine ganze Menge machen. Man beachte übrigens meinen Kohlestand mit 240.000 Gulden. Ich gebe immer fleißig aus, wenn ich am Berufe. Nein, am Leben vorantreiben bin als Handwerker. Habe allerdings alleine heute meinen Barbestand um ein Viertel erhöht. Also ich hatte knapp 185.000 oder sowas heute Morgen. Oder 190.000 und bin jetzt ne, bei 240. Das ist schon meine Hausnummer. Aber nochmal Kamel reiten. Wo ist die Wache hin? Ja. Lass nochmal Kamel reiten. Haben wir so lange nicht mehr gemacht. Und wir haben es ja. Es ist jetzt nicht mehr so weit, aber... Ich kann jetzt auch zu Fuß gehen, aber ich möchte jetzt bitte... Nein, ich möchte einen Kamel für 50 Euro bieten, Gulden. Es baut sich auf, es wird. Das ist die Frage, wie kamelisch das ist, ne? Oh, no, no, no.
Miau, miau. Miau, 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 miau. Tschüss, Kamil. So. Machen wir uns mal fix auf den Weg. Mir wurde neulich gesagt, kennst du den Let's Player, ich muss jetzt lügen, Kronk, glaube ich. Das soll wohl ganz toller sein, ganz witzig, ganz super und schreibt auch eigene Lieder und so und performt und also während des Let's Plays und ja, dementsprechend, also nicht, dass ich ihm jetzt nacheifern will oder so und wird sowieso nichts bringen. Ist mir auch relativ egal, ich freue mich, sobald ich mehr als 20 Klicks pro Video habe, also von daher ist mir das echt relativ egal, zur Not mache ich sie selber. Nee, aber dementsprechend überlegte ich natürlich, wie kann ich denn meine Sachen aufpeppen und da dachte ich jetzt gerade so, Mensch, ich könnte ja auch jetzt hier irgendwie dies oder das oder bla bla bla, ich meine, ich kann ja auch das ein oder andere halbe Instrument und da musste ich dann irgendwie dran denken, jetzt die Gitarre zu spielen und zu sagen, ich habe ein Lied für euch geschrieben. Dann irgendwas zu machen wie fertig. Ja, wäre eindeutig von Ärzten geklaut, darum mache ich das nicht. Was mich jetzt überhaupt zu dieser Anekdote bewegt hat, dass ich quasi diesen Scherzeffekt witzig, ne? Schon vorwegnahm, ohne dass er überhaupt irgendwie eintreten wird, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, ist, dass ich erschüttert war auf irgendeinem hessischen Radiosender, was weiß ich, HR3, FFH oder sonst irgendwas, fanden sich die Moderatoren jetzt besonders witzig oder vielleicht auch als besonders klug. Die Geschichte mit dem... Es ist Mode, sein Kind nach dem... Bett zu benennen oder nach dem Möbelstück zu benennen, auf dem es gezeugt wurde, so à la Ikea-Möbel, ne, Björn oder so, und das ist, keine Ahnung, ob das schon mal jemand anders gebracht hat, ich habe es auf jeden Fall das erste Mal bei Dieter Nuhr gehört und glaube ich war das auch derselben CD, auf der er sagte, er ist 35 oder wenn, dann auf einer der ähnlich in dieser Richtung sich bewegenden CDs. Wo ich mir dann doch echt denke, wenn der damals 35 war, dann ist er heute, beziehungsweise wenn er damals 35 war und heute irgendwas um die 53 ist, habe ich glaube ich gelesen, dann heißt es, seitdem sind gut 20 Jahre vergangen. Ist das jetzt ein Grund, diese Sachen einfach von der CD, Copy und ins Radio zu werfen und das dann für den Sender als witzig zu verkaufen? Oder die viel größere Frage ist, ist es dann wirklich nötig, die gesamte Nummer oder diesen gesamten Track der CD zu kopieren und selbst wiederzugeben, ohne Publikum und ohne dabei wirklich witzig zu sein oder sowas, und dann von dem Bett, dem IKEA Kinderbett Gutfick zu erzählen. Ja, das hat es wohl wirklich gegeben, zumindest behauptet das Dieter Nuhr, ich weiß es nicht, ich habe es nie geprüft. Und die haben das echt auch so original kopiert, haben sie da auch das wieder reingebracht, wo ich mir dann denke, es ist, man kopiert nicht einfach ungestraft ein Dieter Nuhr und schon gar nicht, wenn man so doof ist wie ihr. Und schon gar nicht so dreist und komplett und als unwitzig und sowas. Ich meine, Komik muss gelernt sein, ja. Das hat auch was mit Spiel und Stimme zu tun und Mimik eventuell sogar auch noch. Also, von daher check ich's nicht. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich wollte zum Unterirdischen See. Ist das der hier? Doch, das müsste der hier sein, oder? Habe ich es vielleicht schon? Man hat nicht drauf geachtet, weil ich so sehr mit mir selbst beschäftigt war. Beute ist erschienen. Hurray!
Tiefen des Unterirdischen. Ich sag in den Tiefen. Wenn es da vorne weitergeht, gibt es aber nicht mehr tiefer. Jetzt muss ich echt mal gerade überlegen, ob ich nicht irgendwie falsch abgebogen bin oder so. Manchmal macht der hier so, auch so ganz ungefragt auf einmal so einen Dreifachschuss, wo ich mich dann nicht frage, woher hast du das jetzt geholt? Nein, 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 nein! Oh, ihr Pissnelken! Da habe ich es schon mal voll und denke mir, Mensch, benutzt es, um meinen Gegner damit zu erledigen. Und was macht ihr? Ihr mäht mir meinen Gegner um. Ich meine, kann das wahr sein? Das ist der Jadewasserfall. Das heißt, wenn ich jetzt zurückgehe, müsste ja da stehen, wo ich gewesen bin. Unterirdischer See. Ah ja, okay. In den Tiefen des unterirdischen Sees heißt am Jadewasserfall. Gehe durch den unterirdischen See hindurch noch tiefer und gehe in den Jadewasserfall. Mach mal, Jungs. Mach mal. Bing. So, wenn ich mich nicht irre, müsste ich davon jetzt wahrscheinlich noch 4 machen. Tschüss, Mann. Ja, ich bin relativ lieblos geworden, was das Hacken angeht. Das stimmt schon. Sind aber auch jetzt alle nicht mehr so die Herausforderung. Und da man ja als in einem anderen Leben kein Spezialbalken damit füllen kann, ne, ist es natürlich nochmal doppelt langweilig. Ja, ist ja gut. Ganz ruhig. Wer will zuerst? Du. So, wir können ja auch gleich mal den Köter zusammenlegen. Ich meine, ich habe noch einen ausgerechnet mit diesem Beruf, ne? Mit diesem Leben natürlich, ne? Jetzt ist natürlich mein schicker Plan, dann danach einfach schnell zum Lebensmeister zu porten, irgendwie hinfällig, da ich jetzt so schöne Geschenke mit mir herumtrage. Oder überhaupt Geschenke. Schön, ob sie jetzt so schön sind, weiß ich auch nicht. Aber ich meine, jetzt ausgerechnet mit diesem Leben will ich jetzt diesen komischen Teddy da hinten legen. Ausgerechnet mit diesem Leben, wo jetzt nicht so der Knüller Schaden. Ach toll. Der Knüller Schaden bei passiert. Na, wo es geht. Ach komm, der liegt ja jetzt schon fast. Können sie auch daneben legen, Leute, also. Nein! Er hat mich getroffen. Lasst mich zurück, ich bin nur eine Last für euch. Wo? Oh. Das meine ich, was war das für ein Schuss? Woher kam der? Der schon wieder. Woher kam der? Andi! Nein! Nein! Schön stillhalten, hier kommt deine Medizin. Ja, wo? Ich schieße und schieße und schieße und die Balke wird einfach nicht voll. Dafür ist meine ausgerechnet jetzt natürlich. Mein Akku leer. Also nicht von der Kamera. Ich habe heute einfach auf der Fahrt so viel Zeit gehabt. Und jetzt habt ihr übrigens gesehen, wie grandios der Olli aus dem Bereich meines Schusses rausgerannt ist.
So, ich bleibe jetzt mal hier, also nehmt es mir nicht übel, ich bleibe jetzt mal hier stehen. Und lasst die Jungs und Mädels da nichts machen. Mal alleine weitermachen. Ich muss jetzt aber echt mal kurz gucken, dass ich mal eins von den vielen Ladegeräten ausgepackt kriege. Ja, ja, ärgerlich, wenn ich jetzt hier nebenbei, ne, auch noch auf einmal so das Problem habe, kein Saft mehr inne zu haben. Also ich habe zumindest ein Kabel in meinem Rucksack gefunden, aber da ist immer viel Kabellage drin. Ich glaube, das steht da echt blöd. Säcke. Fieser Köter. So. So, ich habe ein Kabel gefunden. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr reingezogen, dass ich jetzt eventuell noch den Leiter beschädigt habe. Ich muss die nur noch am besten Schreibtisch näher irgendwo an der Steckdose haben. Bin ich schon tot? Ja, ziemlich. Aber er auch, das ist gut. Nein! So, ich bin übrigens wieder da. Ich bin auch gleich wieder im Bild. Also mit dem Gerät. Ich suche nur gerade die Ladebuchse. Klick und es leuchtet orange. So. Ich rete ihn mal. Das sieht übrigens aus wie ein Fahrradhelm, was ich da auf hat, ne? Nochmal? Da liegt der schon. Immer wenn ich dann soweit bin, ne? Ja, wunderbar. Screenshot. Ich meine, ihr seid jetzt schon dabei, aber das passt dann so in die Reihe der, ne, anderen Screenshots. Ich bin Level 58, falls ich es mir nicht gemerkt habe. So. Ausgerechnet den braucht man nicht für eine Jägerquest, oder was? Wie blöd. Ja, schade. Na ja, gut. Dann sammeln wir mal eine Päckle ein, gell? Sammeln wir mal Päckle ein, gell? Ja, wusch. So liegt der im Bilde, denke ich. Ja, dann mache ich mal los. Ich glaube, ich werde das hier auch einfach nur durchrushen. Ist ja nicht gemeint, aber ich habe jetzt gerade keinen Bock. Bringt ja eh nichts. Keine tollen Items und so. Die interessieren sich auch gar nicht mal mehr für mich. Ja, hier wird's eng. Glück gehabt. Das wird jetzt wahrscheinlich noch enger. Ging gerade noch gut. Klingt wie so eine Peitsche. Was soll ich machen? Ach ja, Beute abgeben und porten. Wo kommst du denn her? Wir wollen zum Meister reisen. So, Meister, Frau Fern. Nein, keine Wortwitze über nah und fern jetzt. Also, nee. Raus mit der Sprache.
Ich bin ein Held, jetzt darf ich noch ein König hin. Und okay, ich werde es befolgen. Dann machen wir mal los. Erstmal plaudern. Was hat sie zu sagen? Eine Schattenschwinge. Was auch sonst. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht einfach so jetzt mal zum Spaß alle... Alle Menschen stinken? Also, ob ich nicht zum Spaß mal einfach alle diese... Mordsflatterer irgendwie ummähe. Aber wie man gesehen hat, so spaßig ist das gar nicht mehr unbedingt. Aber komm, jetzt lassen wir mal 8-7 sein. Ich sollte aufhören... zu versuchen, auch witzig zu sein. Ich bin wahrscheinlich immer am witzigsten, wenn ich ernst sein will. Also nicht im Sinne von, ne, dass ich dann einfach so die besten Witze bringe, sondern ich bin dann einfach so lächerlich. Ja, klär mich über Schattenschwinge auf. Ja, ich hab so einen guten Einfluss. Habt ihr jetzt auch schon alle ernsthaft mit Trainieren angefangen? Weil ich ja so ein Vorbild bin. Aber wie heißt es? So ein moralisches Vorbild. Und so weiter und so weiter. Und, welcher Film? Kommt, Harry Potter. Ich weiß noch gar nicht, welcher. Den könnte ich auch mal wieder gucken. Da ist wohl ein Brief gekommen. Nur deswegen bin ich hier unten lang gegangen und nicht oben. Naja. Wir gucken erstmal in mein Schächtelchen in der Wand. Ob ich da nicht durch Zufall... Ja, ja, ich weiß, du bist toll. Entnehmen. Ob ich da nicht durch Zufall noch irgendwo ein nettes Bürgelein habe. Fällt das eher unter Waffe oder unter... Ah, fällt eher unter Waffe, okay. Also, was habe ich denn? Ein Orca-Bogen habe ich in der Tasche. Den habe ich aber auch angelegt. Schade. Ja, dies ist traurig, gell? Angriff 31. Wasserelement. Was hat meiner? Kann ja sein, dass meiner weniger hat, weil den da scheine ich ja selbst den Orca-Bogen in der Bank, im Schließfach, im Tresor, Lager, wahrscheinlich ja selbst gefertigt zu haben. Und dieser hier hat 28. Alles klar? Oh, also ein bisschen nervt das Kabel ja schon. Jetzt bin ich froh, dass ich jetzt hier nicht mitspielen muss. Entnehmen. Yep. Ich könnte bei diesem... Nein, mache ich jetzt nicht. Bei dieser Gelegenheit wollte ich sagen, könnte ich jetzt noch mal schnell gucken, was ich noch so alles brauche? Nein. Einfach nö. Ist das der? Bist du es? Ja. Yeah. Wie man sieht, kein tolle Qualität Item, sondern nur ein mäßiges. Hat man an der Krone oben links erkannt und dann im Hintergrund. Keine Ahnung, wie mäßig. Und das war nicht so drauf. Ich habe noch einen Unterschied festgestellt. Kann auch nicht jeder. Ne? So, und ich sollte übrigens den König davon unterrichten. Hier übrigens nochmal das Postamt zu sehen, wo man diese Geschichte mit den Cheats zum Beispiel machen kann. Schrägstrich Passwörter. Ne? Von der ich im vorgestrigen Video irgendwas erzählt habe. Jetzt wird es allerdings erstmal Zeit für meine... Schuldig dir Geld? Nein. Schuldig dir ein Item, was ich nicht herstellen kann. Gag, ich bin König!
Punkten ist auch alles drauf. Ich meine, wir wollen ja keinen Pixel verpassen. Nicht einen einzigen. Ihr wisst nicht, dass ich Hunger habe. Könnte ich auch gerne nochmal betonen. Ja, ich erinnere mich, das war gar nicht so spektakulär, ne? Aber wir können uns mal ausrüsten. Und zwar gucken wir, dann brauchen wir nicht Säge. Oh, die kann also, schade, die ist doch nicht so gut wie meine Goldsäge. Okay, aber, das da? Nö. Maharaja-Turban, wahrscheinlich auch nicht. Handwerkerhut. Volltrefferhut. Naja, immerhin. Suchen wir mal weiter nach Volltrefferklamotten. Und? Boah, besser. Man kriegt echt mords viel Verteidigung. Das ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt eigentlich. Also wenn man alleine unterwegs ist, sowieso nicht. Aber noch mehr Damage hätte ich besser, schöner gefunden. Dafür habe ich mich vorhin erst so schön eingekleidet. Tja. So viele grüne Zahlen, wie schön. Ich habe vorhin, wie gesagt, ne, mal so durchgeguckt, was ich hab an Sachen. Ich glaube, da mich da mal eingekleidet, daher waren die Werte jetzt doch nicht so viel erheblich besser als das, was ich vorher anhatte. Aber es sieht besser aus. Ganz eindeutig sieht es besser aus. Ja, gut, so viel dazu. Error. Genau, heute beenden wir das Video mal nicht mit dem Speicherbildschirm, sondern hier, ich scroll hier mal durch. Da sieht man ja auch sonst im Speicherbildschirm.